Ein neuer Tag, ein neuer Booster. Hallo und herzlich willkommen hier bei mir. Und wie es aussieht, haben wir wieder eine Listenkarte. Das ist sehr nice, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe ja immer noch, dass das was Älteres ist. Aber erstmal hier wieder das wunderschöne Artwork. Das sieht aus wie so ein Goldfischdrache. So diese Schuppen oder wie heißt das? Schupperung? Schuppung? Ja, ihr wisst, was ich meine. Wir schauen mal. Ausgewachsener Golddrache. Gut, mit Gold war ich ja schon mal gar nicht so verkehrt. Von Chris Rahn. 58 von 81. Dann haben wir ein Standardland Typgebirge Non-Holo. Wir haben wieder eine alternative Artwork-Karte. Der Reifschild Frostriese ist in Common. Ja. Dann geht es weiter mit dem Lichtbringer Kleriker. Ebenfalls eine Common-Karte. Der Herold von Hadar. Das ist mir übrigens in meinem Sammelordner mal aufgefallen. Schwarze Karten habe ich bisher am wenigsten. Da fehlt noch eine ganze Menge. Winziges Gefängnis. Dann die erste Ankamen. Klasse der Druiden. Gretchen Weidenknirps. Eine legendäre Kreatur. Plötzliche Einsicht. So, dann haben wir den plündernden Barbar. Wir haben immer noch keine Mythic Rare gezogen. Karte des Gewölbes ankommen. Dann eine Rare Diener der Stärkeren. Und jetzt kommt die Holo. Ebenfalls eine Rare Klasse der Mönche. So, und jetzt die Listenkarte. Ich bin gespannt, ist es was mit einem alten Rahmen? Nein, leider nicht. Wir haben Vesuva. Und als Rare sogar. Ich kann euch leider nicht sagen, aus welcher Edition das hier ist. Das Set muss von 93 bis 2006 jedenfalls herausgekommen sein. Die Karten sind ja immer ein Reprint. Und ich glaube, die unterscheiden sich jetzt auch nur von den Originalen durch das Planeswalker-Symbol hier unten in der Ecke. Ja, damit danke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.